komische Granaten. Irgendwie achteckig. Ah, nein. Verdammt. Viel zu weit weg, aber hat trotzdem noch ziemlich gebracht. Alles klar, nochmal kurz Quick Save. Da hinten liegt ein Muni auf dem Boden. Can't open from this side. Nichts. Auch nix. Ach, es ist kein Hammer, es ist keine Muni, es ist ein Hammer. Lol. Wie ich den noch erreichen kann, ich lach mich schief. Komm her. Das Spiel ist lustig. Von vorne bis hinten einfach nur total lustig, bescheuert und was auch nicht. Ja, okay, hier sind auf jeden Fall schon mal keine Lüftungsschächte, von denen gleich wieder Monster runterfallen können. Es gibt noch genügend Stellen, wo das passiert. Mindestens zwei. Ah, das Spiel kann manchmal so nervig sein. Derp. Ah, ich habe wieder volle Schrotflintenmuni und ich werde müde. Ja, liegt vielleicht dran, dass ich kurz Sportchen ist. Aber davon lasse ich mich ja nicht irgendwie auffallen. Freunde. Ah, ich höre doch schon meine Freunde. Wie geht's uns denn? Derp. Ich würde mal sagen, das nennt man mal voll auf die 12. Oder auch One-Shot. Abgeschlossen. Komm, ich habe noch drei Muni, die ich verbraten kann. Doppelmollo. Du willst mir doch jetzt nicht sagen, dass ich keine Zombies mehr als Gegner habe. Ja, wollte schon. Für einen Moment habe ich gedacht, das war ein guter Mitarbeiter. Achso, hier geht's aufs Dach. Ah, hier ist doch Dach, oder? Yep. Hol die Scharfschützenwaffe von deiner Mutter. Also ich komme hier auf jeden Fall nochmal vorbei, dann kann ich ja schon mal nachladen. Muni hole ich mir noch. So. Gut gemerkt. Nö, 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 nö. Boah, ich bin so schnell. Ich werde langsamer. Noch ein Stück langsamer. Meine Fresse, da habe ich ja sogar mehr Kondition. Okay, aber ich kann nicht gleichzeitig ein großes Rohr. Was war nochmal eine Rifle? Keine Pistole, es war ein. Genau, ein Gewehr. Also ich kann nicht ein Rohr, ein Gewehr, ein Revolver, eine Pistole, eine Schrotflinte und auch noch 10 Mollos und 5 Granaten mit mir rumtragen gleichzeitig. Okay, dann kann man das noch halbwegs verstehen. Aber nochmal zum Thema dazu. Und jetzt ist mir die Schrotflinte und. Und. Kein Alarm? Hier gar nicht in Erinnerung. Ich höre Krabbelviecher. Kommt schon. Also entweder krabbelt da jemand oder jemand kotzt. Oder beides, verdammt. Tschüss. Ach ja, wie schön. Au. Ich wurde verletzt. Ich habe mich verbrannt. Und ich habe hier nichts zum Heilen. Jetzt muss ich elendig verrecken. Schnief.
cool. Der Zombie ist da reingebackt. Deswegen kommen hier so ein komischen Geräusche. Hallo, Steve. Der ist cool. Tja, das sieht man auch nicht alle Tage. Tja. Schade für die, die sich leid. Wow. Wow, 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 wow. Ganz ruhig, Süße. Ganz ruhig. Tja. Schade für die Leute, die sich meine Let's Plays nicht angucken. Jetzt haben sie einen super geilen Zombie. Verpasst. Höhö. Tja, trifft man auch nicht überall, ne? Aber wir wollen diesen Zombie mal von seinen Qualen erlösen. Tun uns dafür. Ah ja, genau. Hier ist übrigens die Rifle. Ich glaube, es gab sogar noch irgendeinen Knopf zum Luftanhalten. Ich weiß noch nicht mehr welchen. Oder es gab keinen. Kann natürlich auch sein. Genau, Schrotflint. Da hatte ich noch einen Schuss übrig. Naja, im Namen des Vaters und des Sohnes und der heiligen Schrotflinte. Amen. Derp. Jetzt dürfte ich aber gleich einen Schuss zu wenig haben. Ach, Leute. Ich hätte eigentlich schon nachladen müssen. Ich habe viel Munition verballert, obwohl ich... Ach, ist egal. Volle Muni... Nicht volle Munition zu haben, ist gut. Weil man dann immer noch welche tragen kann. Ich war hier noch nicht drin. Ist ja merkwürdig. Ich glaube, ich war hier doch drin, oder? Nee, hier habe ich die zwei Zombies kaputt gekloppt, stimmt. Nö. Und auch wieder nichts. Total für den Arsch, dieser Raum. Aha. Boing. Wie der nicht kaputt geht, ey. Wie der lange Schlag von oben weniger Schaden macht als der schnelle von der Seite. Hallo Frau. Tschüss Frau. Hallo Mann. Und tschüss Mann. Ich glaube, es gibt keinen mehr. Jo, aber wie ich den Scheiß mache, sehe... Oh, cool, mit Tab kann ich auf die Missionsziele gehen. Aber wie... Ich erstmal, wir haben auch jetzt schön 10 Uhr, so lange wollte ich auch noch spielen. Wie ich den Scheiß hier rum mache, der wirklich beschissen ist, seht ihr, naja, je nachdem wie ich schneide, vielleicht in der nächsten Folge, vielleicht auch nicht, aber auf jeden Fall, für mich ist es hier erstmal Ende. Deswegen, ciao. Willkommen zurück, meine Freunde. Ich weiß, ich habe einen neuen Rechner, ein neues Motherboard und natürlich einen neuen Audio-Codec. Und leider Gottes kann ich nur ein Audioprogramm verwenden für Aufnehmen und den ganzen anderen Scheiß. Also. Und meine Stimme klingt dadurch nicht mehr so wirklich prickelnd, aber hey, was anderes kann ich jetzt auch nicht mehr machen. Deswegen würde ich mal sagen, auf zur Odys hoch. Otis was ready to run to the truck. I didn't have many bullets in the sniper rifle, so I had to be careful. I couldn't let a single one of them get to him. So, und ihr habt jetzt auch wohl bemerkt, dass ich, Moment. Ja, ich bin halbwegs fertig. Ihr werdet jetzt auch bemerkt... bemerkt haben, dass ich den Ladebildschirm, dass ich die Ladebildschirme rausschneiden werde. Insofern
Pam. Insofern da nicht irgendwas drin steht. Oh, lächle mich doch. Komm. Geht doch. Insofern da nicht noch was Neues drin steht. Wenn da irgendwas Altes, Gammeliges drin steht, der braucht das dann schon. Ja. Und was. Ich weiß auch nicht, was der meinte mit von wegen, ich habe wenig Schuss da drin. What the fuck? Der hat 105 Schuss. Ah, da ist er schon. Ich habe das Spiel ja nicht zum ersten Mal. Bin das Spiel jetzt ja nicht das erste Mal zum Durchspielen. 5. Und ich kann euch sagen, ich werde hier sehr viel Quicksaven. Aus dem ganz einfachen Grund, dass diese Stelle B-Chi-10 ist. Ah, da kommt ja schon der alte Sack. Das dürften, glaube ich, die einzigen beiden sein, die hier durchkommen. Aber da ich ja das Spiel nicht das erste Mal spiele, weiß ich genau, welche Leute hier noch sind. Haruken! Weil später muss ich, Achtung Spoiler, auf diesen Teil des Daches, wenn man dann den Kumpel beschützen muss, während hier noch zwei Zombies sind, dann ist es etwas nervig. Medikit haben wir hier oben auch. So, das sollte uns erstmal ein paar vom Hals schaffen. Mal nachladen. Ist nachgeladen. Ja, die kann man nicht nachladen. Die Schneeperrifle. Na dann. Zack. Auf ist. Boom. Komm, wo kommt der nächste? Ah. Ich glaube, da kommt... Ja, irgendwas höre ich. Ich weiß nur nicht so richtig was. Und jetzt kommt ein aus dem Ausgang. Boom. Da kommt noch einer. Ein bisschen Muni mitnehmen. Boah. Ich habe noch gar kein Quicksave gemacht. Das könnte schlecht werden. Nein! Otis! Otis! Shit. Mal lieber Quicksave machen. Ich hatte schon mal den so weit verletzt, dass er nur noch einen Schlag brauchte, um zu sterben. Und dann rettet, dann versucht mal mit dem zu spielen. Das ist ein Spaß. Ein Schlag und tot. Einmal. Zweimal. Unterhebelgewehr. Finde ich lustig. Pam. Pam. Nachladen. Ah, dass er immer wieder aus dem Zoom rausgeht, ey. Jede kleine Pause muss ich ausnutzen. Nein. Hahaha, ohne Zoom. Okay. Quick Save. Da steht noch ein direkter einer hinter. Oder nicht?
Das soll mir recht sein. Schießt der nicht auf einen? Alter, du traust dich auf was, ja? Hohoho. Okay, bei mir ist auch keiner. Ich verstehe sowieso nicht, warum laufe ich nicht einfach mit denen mit? Wäre doch viel einfacher. Warum läufst du da durch, Kumpel?